Die Programmnummer 21 als zweites Pferd im ersten Ring der Zweijährigen in der Landesschau um den Walter Wadenspanner Wanderpreis. Donna Mura, am 14. März 2009 geboren bei der Zuchtgemeinschaft Andrea Pollich und Klaus Töns Feuerborn in Bad Füssing und im Besitz von Wilma und Josef Großkopf aus Wallerfing. Tochter des Paul Schockemöhle, stationierten Sandro Hitzones San Amur. Die Mutter Dark Florestina vom Florestan 1, Donnerhall, dann Vollblüter Königspark und weiter Habicht und Poet. Die Mutter dieser Stute war im Jahre 2005 Siegerstute hier in Karpfham. Die Großmutter Dalina ist rechte Schwester zum gekürten Hengst Dux. Und hinter dieser Stute steht eine Trakehner Grundlinie arabischen Ursprungs, mit denen beispielsweise das Haupt- und Langgestüt Marbach viel im Gespräch ist mit den Veredlern Dachmann, Djechin oder aus früheren Zeiten allen bekannt Jason und Haladin kommen aus dieser Stutenlinie. Und in der neueren Zeit Donaumonarch, Donaukaiser und viele andere mehr. So, an die Spitze gestellt haben wir die Katalognummer 21, eine San Amur-Tochter aus einer Florestan-Mutter. Züchterin ist Zuchtgemeinschaft Pollich Töns Feuerborn, Besitzer Wilma und Josef Großkopf. Schön, dass Sie der Einladung so zahlreich mit Ihren zweieinhalbjährigen Stuten gefolgt sind. Wir bitten zu uns, die Programmnummer 20 von Landprinz Choreograf B, die 21 vom San Amur Florestan 1, die 29 vom Diamond Hit Golduro, die 36 vom Cleansman Lentigo, die 40 vom Landprinz Grosso Z, die 45 vom Giacomo Carlando 1, die 46 vom Accordelli Coriolan, die 49 vom Samorano Romanov J und die 54 vom Captain Fire Compliment. Ich darf Ihnen sagen, meine Damen und Herren, auch hier wird es eine Siegerstute und eine Reservesiegerstute und einen Preis für die beste springgezogene Stute geben. Siegerstute 2011, Dressur betont, wurde die Programmnummer 21 San Amur Florestan. Donna Mura heißt sie, die Stute.
Meine Damen und Herren, sie kommt, sie erscheint in dunkler Jacke. Sie ist wunderbar gemacht in der Ausprägung Typ Kopf. Und wenn dieses Pferd aufgestellt wird und in die Rundung blickt, dann ist jeder Pferdeliebhaber gefangen genommen von der Ausstrahlungskraft dieser Stute, wie sie sich darstellt, wie sie gemacht ist. Das Ganze auf einem sehr guten Fundament. In der Linie lässt sie keine Wünsche offen. Man erkennt bei ihr natürlich im hinteren Blutaufbau den Trakehner Adel und muss immer wieder feststellen, dass 200 Jahre Pferdezucht in Trakehnen irgendwo sich in den Produkten widerspiegeln. Wir haben hier den Königspark auf der vierten Generation, wir haben den Donnerhall als Bewegungsqualitätshengst und wir haben Florestan, den westfälischen Hauptbeschäler. Und das Ganze natürlich wiederum hier mit Sanamur, Sandro Hit, gibt die Bewegungsqualität wieder. Herzlichen Glückwunsch an die Züchtergemeinschaft Pollich-Tönz-Feuerborn, die für dieses Produkt hier als Züchter verantwortlich zeigten. Und als glücklicher Besitzer hier, Wilma und Josef Großkopf, denen wir ganz herzlich zu diesem Pferd gratulieren möchten und wünschen eine weitere gedeihliche Zukunft dieser wunderbaren Stute Karpfam 2011. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Alfons Resiermann. Und ich darf noch nachtragen, dass Walter Wabenspanner Junior erstmals in diesem Jahr diesen Preis hier bei uns in Karpfam übergibt, in Erinnerung an seinen wunderbaren Papa. Ja, und wie die Mütter, so die Töchter, meine Damen und Herren. Vor 5 Jahren war die Mutter hier, Siegerstute. Der Sieg 2011 im Walter Wabenspanner Wanderpreis. Süddeutsche zweijährige Stuten geht an die 21 Jungstute von Sanamur, Loresan 1, Donnerhall. Wir gratulieren der Familie Großkopf als Besitzer und Aussteller und Andrea Pollich als Züchterin.